Guten Tag, mein Name ist Martin Rätzel, ich bin Rechtsexperte bei der Trusted Shops GmbH. Und heute soll es um das Thema Widerrufsrecht und Wertersatz gehen. Kennen Sie das? Sie erhalten Ware zurück vom Verbraucher im Rahmen des Widerrufsrechts, Sie öffnen das Paket und Sie stellen fest, diese Ware wurde eindeutig benutzt, gebraucht, in Gebrauch genommen. Ganz, ganz wichtig vorweg. Nur die bloße Benutzung einer Ware schließt das Widerrufsrecht des Kunden nicht aus. Sie dürfen also nicht dem Kunden die Ware einfach wieder zurückschicken. Aber Sie haben hier als Händler natürlich auch Rechte in diesem Fall. Sie haben nämlich unter Umständen einen Anspruch auf Wertersatz. Das ist aber etwas kompliziert geregelt im deutschen Recht, wann Sie diesen Anspruch geltend machen können. Der Anspruch auf Wertersatz greift dann, wenn die Ware einen Wertverlust erlitten hat und dieser Wertverlust auf einen Umgang mit der Ware zurückzuführen ist, der nicht zur Prüfung der Eigenschaften, Funktionsweise und Beschaffenheit der Ware notwendig ist. Das klingt sehr abstrakt und das ist es auch. Man kann hier nicht pauschal sagen, was der Verbraucher darf und was nicht. Vielmehr muss das bei jedem einzelnen Produkt separat geprüft werden. Ganz oft hört man von Händlern immer, ja, aber der Verbraucher darf das doch im Ladengeschäft auch nicht machen. Das mag inhaltlich stimmen, der Vergleich mit dem Ladengeschäft und dem Widerrufsrecht, der passt aber nicht. Denn das Widerrufsrecht ist wesentlich weiter als das, was der Verbraucher in einem Ladengeschäft machen darf. Und außerdem ist auch völlig unklar, welches Ladengeschäft denn gemeint sein soll. Ist hier der hochspezialisierte Fachhandel gemeint oder der Discounter um die Ecke? Ein Beispiel: In einem Grundsatzurteil hat der BGH entschieden, dass der Verbraucher ein Wasserbett mit Wasser befüllen darf und anschließend im Rahmen des Widerrufsrechts zurückschicken darf und seinen kompletten Kaufpreis zurückerhält, auch wenn die Wasserbettenmatratze für den Händler dann unbrauchbar ist. Aber der BGH hat gesagt, die Wasserbettenmatratze kann nun mal nur geprüft werden, wenn sie mit Wasser befüllt wird und wird diese dann für den Händler unbrauchbar, unverkäuflich, dann ist das das Risiko des Händlers, hat das Gericht entschieden. Sie sehen also, dieses Recht des Verbrauchers geht sehr, 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 sehr weit. Wenn Sie Ware vom Verbraucher zurückerhalten, die eindeutig benutzt ist, dann müssen Sie das objektiv prüfen. War das jetzt noch notwendig für den Verbraucher, dass er die Ware testet, oder war das schon eine darüber hinausgehende Nutzung? Ganz, ganz wichtig: Im Streitfall vor Gericht müssen Sie beweisen, dass der Verbraucher die Ware eben mehr als nur getestet hat. Das ist im Einzelfall nur sehr, sehr schwer möglich. Sie sollten sich also ganz sicher sein, wenn Sie hier einen Wertersatz geltend machen. Denn, das muss man sich immer vor Augen führen, das kann zum einen abgemahnt werden, wenn Sie dem Verbraucher unberechtigterweise weniger Geld zurücküberweisen, als ihm zusteht. Und zum anderen zieht man sich natürlich den Ärger des Verbrauchers auf sich und der Verbraucher äußert diesen Ärger eventuell in Form von negativen Bewertungen oder schlechter Kritik im Internet. Dafür sollten Sie sich selbst versuchen, so gut wie möglich zu schützen. Und dafür ist es wichtig, dass Sie die Rechte des Kunden kennen und natürlich auch Ihre eigenen Rechte. Also, wenn benutzte Ware zurückkommt, bitte beachten Sie, das Widerrufsrecht des Kunden besteht trotzdem noch. Unter Umständen haben Sie aber einen Anspruch auf Wertersatz, den Sie geltend machen können und dem Verbraucher dann entsprechend weniger Geld zurücküberweisen. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal noch erfolgreiches Weiterverkaufen und freue mich auf das nächste Mal. Bis bald!